Chips. Genau dieselben. Also da habe ich mir gedacht, da kann ich das Abo der Janina auch gleich abbestellen, weil was da drin steht, steht auch genau in den drei anderen Frauenzeitschriften. Julia? Hä? Entschuldigung, ich glaube, da hinten sitzt Tom Hanks. Wo? Da hinten an der Wand. Der mit dem Weizen. Guck doch mal. So ein Blödsinn, das ist doch nicht Tom Hanks, nie im Leben. Doch, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Hör auf, lass das. Wieso denn? Hallo? Julia. Ja. Ist das peinlich. Entschuldigung, dass ich so blöd hier, aber sind Sie nicht Tom Hanks? Julia? Julia Roberts? Vom Humboldt-Gymnasium aus der 10C. Mensch, wie lang ist das inzwischen her? Fast schon 20 Jahre, glaube ich. Hast du noch Kontakt zu Russell Crowe? Russell Crowe war eine über mir, glaube ich. Ist echt super, dass du mir jetzt Sabine. Computer sind mir irgendwie immer noch nicht ganz geheuer. Ist doch kein Problem. Du wirst sehen, diese Online-Partnerbörsen sind super. Wäre doch gelacht, wenn wir keinen für dich finden. Hier, jetzt müssen wir nur noch deine Daten eintragen und natürlich, was du suchst. Bereit? Bereit. Okay. Alter? 32. Ich weiß ja nicht. Was meinst du, wenn ihr euch dann trefft, dann soll der Typ ja nicht enttäuscht sein. Klar, jetzt lauf pass, bist du 32, aber wenn man dich jetzt hier so sieht... Ach, guck mal, hier kann man in reiferen Jahren anklicken. Das trifft's doch ganz gut. Wenn du meinst, ich will ja keine falschen Erwartungen wecken. Alles klar. Größe? 1,71. Echt? Du wirkst irgendwie kleiner. Findest du? Höchstens 1,65, eher 1,60. Okay. Prima, 1,60. Figur schlank, normal, ein paar Pfunde zu viel oder mollig? Normal, würde ich sagen. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber du warst mal ein bisschen schlanker, Heike. Dann ein paar Pfunde zu viel. Ich schreibe einfach mollig, dann sind wir auf der sicheren Seite. Haarfarbe? Braun. Hier und da blitzt ein bisschen grau durch. Ja, hier und da. Ich schreibe einfach grau. Finanzielle Situation, wohlhabend, unabhängig, knapp bei Kasse oder bedürftig? Unabhängig. Aber am Monatsende wird's schon immer ein bisschen eng, oder? Ich schreibe einfach bedürftig. Hobbys? Ach. Viele, Reisen, Sport. Heike, wann verreist du denn schon? Und Sport klingt so tussig. Sag mal, du isst doch jeden Tag, oder? Ja, klar. Dann schreibe ich einfach Essen. Das passt dann auch zu dem Mollig. Das soll ja ein stimmiges Gesamtbild geben. So, dann haben wir es auch schon fast. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie der Typ denn aussehen soll. Und dann kann das Abenteuer beginnen. Wie soll er denn sein, dein Prinz? Na, nett halt. 20 bis 25 Jahre. 1,95 Meter groß, kurze blonde Haare, athletisch, Manager, Hobbys, Surfen und schnelle Autos. So, prima, jetzt haben wir es auch schon fast. Ich fasse mal zusammen. Also, mollige Frau in den reiferen Jahren, Größe 1,60, Haarfarbe grau, finanziell bedürftig, Hobby Essen, sucht athletischen Manager, Anfang 20, 1,95 Meter, blonde Haare, wohlhabend, Hobbys, Surfen und schnelle Autos, klick und abgeschickt. So, jetzt heißt es nur noch abwarten und Daumen drücken. Willst du auch eine Latte? Also jetzt bin ich aber echt neugierig. Dann hole ich ihn mal. Lars? Lars? Also, das ist er. Wie findest du ihn? Auf den ersten Blick? Okay. Was heißt denn hier okay? Schau dir mal das Gebiss an. Also, alle Achtung, nicht schlecht. Wie alt ist der nochmal, hast du gesagt? Keine 30. Bisschen mager, oder? Drahtig. Ich würde eher sagen, drahtig. Was hat denn der so eine Hose? Darf ich? Klar. Also, das nenne ich mal ein schönes Paket. Geschmeidig, aber trotzdem mit Griff. Nicht so labbrig wie die meisten. Du solltest ihn mal erleben, wenn er so richtig in Fahrt ist. Also, der Lars ist schon ein Schnäppchen. Ja.
ein Leckerli. Du? Darf ich mir den mal ausleihen? Oh, das mache ich gar nicht gern. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich passe auch auf. Es geht ja jetzt nicht gegen dich, aber nachher kriege ich ihn wieder und dann ist er kaputt. Ich bin vorsichtig, versprochen. Ich weiß nicht. Dann ist er zerkratzt oder schmutzig und ich kann ihn wegschmeißen. Ach, und ich habe dir letzte Woche Thorsten ausgeliehen. Das war okay, oder was? Okay. Aber nur bis morgen. Morgen ist schlecht, da habe ich Vorstandssitzung. Der spricht ja. Guck mich nicht so an, das habe ich auch nicht gewusst. Also, wenn das so ist, dann kannst du ihn behalten. Oh Mann, scheiße, ich habe nur so ein Pech mit den Männern. Das geht uns doch allen so. Kann ich auch mal so ein Körnerbrötchen haben? Oh, hier fehlt noch ein Messer. Kannst du mal bitte, Angelika? Habt ihr auch Margarine? Hier, bitte. Jemand Gürkchen? Ihr müsst unbedingt mal diesen Käse probieren. Nein, ich esse erst mal ein Ei. Darf ich mal das Salz? Was ist das denn für eine Marmelade? Ich habe auch noch gekochten Schinken im Kühlschrank. Sag mal, hat irgendwer von euch zwei Eierlöffel? Ich habe nämlich gar keinen. Entschuldigung, ich komme nicht an den Rock vor. Hier, bitte. Aber Vorsicht, da ist Knoblauch drin. Gibst du mir mal bitte... Wie spät ist es eigentlich? Oh, ich glaube, wir müssen mal so langsam... Die Kinder. Serviette, vielleicht sollten wir uns mal abends gemeinsam zum Kochen. Ich könnte schon wieder was essen. Kann ich auch mal bitte so ein Körnerbrötchen? Oh, ich glaube, hier fehlt ein Messer. Kannst du mal gerade, Angelika? Habt ihr auch Margarine? Hier, bitte. Jemand Gürkchen? Ihr müsst unbedingt von dem Käse mal probieren. Nein, ich esse erst mal ein Ei. Kann ich mal bitte das Salz? Was ist denn das für eine Marmelade? Ich habe auch noch gekochten Schinken im Kühlschrank. Sag mal, hat jemand von euch zwei Eierlöffel? Ich habe nämlich gar keinen. Entschuldige, ich komme nicht an den Rock vor. Hier, bitte, aber Vorsicht, da ist Knoblauch drin. Gibst du mir mal bitte... Wie spät ist es eigentlich? Oh, ich glaube, wir müssen mal so langsam. Die Kinder. Serviette? Vielleicht sollten wir uns mal abends gemeinsam zum Kochen. Ich könnte schon wieder was essen. Oh, hier fehlt ein Messer. Also, er heißt Mike und kommt aus Pirna. Das liegt bei Dresden. Oh, toll. Ich habe gehört, Pirna hat die besten Brieffreunde der Welt. Wirklich? Und ob? Aber du musst mir helfen mit ein paar Worten, die ich nicht verstehe. Klar, schieß los. Okay. Also, fang an. Ah, hier was zum Beispiel. Polaken, Schweine. Ich kenne nicht. Was steht da? Diese ganze Polaken, Schweine. Ah, Schweine. Cerdo, esse nicht? Ja. Natürlich, das ist eine Spezialität um diese Jahreszeit. Ganze Polackenschweine. Schmeckt sehr lecker. Ha, ja, ich habe mir gedacht. Und hier was, ich verstehe auch nicht. Ausländer klatschen. Was meint er? Ausländer klatschen? War am Wochenende Ausländer klatschen auf dem Campingplatz? Ja, wahrscheinlich hat er sich ein Stück von einer ausländischen Theatergruppe angeschaut und war ganz begeistert. Die spielen ja öfter auf Campingplätzen. Ha, entiendo, verstehe. Ein Volk ohne Raum. Hat eine kleine Wohnung? Ja, sieht ganz so aus. Er schreibt, er will nächste Woche kommen und ein paar Kameraden mitbringen. Was ist richtig hart rannehmen? Willst du einen gut gemeinten Tipp? Tipp? Vergiss diesen Mike. Wenn ich du wäre, ich würde mit Luigi ausgehen. Luigi? Diese blöde Spaghetti-Fresser? No! Nein, mach dir keine Sorgen, du störst überhaupt nicht. Fühl dich wie zu Hause. Danke. Jetzt weiß ich, wozu Freunde da sind. Ist doch selbstverständlich. Ich gehe mal ins Badezimmer. Ja, bitte hinsetzen beim Pinkeln, ja? Okay. Oh, Scheiße, du bist so ein Trampel! Mann, er stirbt ihr Vater, die hat diesen Knoten in der Brust, dann verlässt ihr Freund sie auch noch. Ey, schnallst du denn irgendetwas? Mein Gott, so ein bisschen Humor kann ja wohl nicht schaden, oder? Ein bisschen Humor, ich kotze gleich. Du bist manchmal so unsensibel. Tut mir leid. Kannst du nicht irgendwas Konstruktives dazu beitragen? Irgendwas, was sie auf andere Gedanken bringt? Ein flotter Dreier. Ja.
drauf gekommen bin, was eine super Idee, Max. Christina! Christina, der Max hat eine ganz tolle Idee. Und du hast sogar nicht abgeschlossen. Ah, mach nicht. Vielen Dank nochmal für den schönen Abend. Ich habe mich echt lange nicht mehr so wohl gefühlt. Würde mich echt freuen, wenn wir das mal wiederholen könnten. Na, Claudia, ich will ganz ehrlich mit dir sein. Du bist eine tolle Frau, wirklich. Aber ich habe im Moment einfach nicht die Zeit für eine feste Beziehung. Aber vielleicht können wir ja gute Freunde bleiben. Mhm. Okay. Klar. Herzlichen Glückwunsch! Was ist das denn? Herzlichen Glückwunsch, Frau Claudia Prake. Sie haben heute zum 100. Mal in Ihrem Leben den Satz gehört, vielleicht können wir ja gute Freunde bleiben. Meine Damen und Herren, Claudia Brack ist 42, selbstständige Designerin und wohnt mit ihren zwei Katzen in einer gemütlichen Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon. Sie ist eine der ersten Frauen ihres Jahrgangs, die den Satz, vielleicht können wir ja gute Freunde bleiben, 100 Mal gehört haben. Claudia, wie fühlt sich das an? Ich kann das alles doch gar nicht glauben. Ich bin so glücklich. Eine tolle Leistung. Und das ist ihr Preis. Eine 4-wöchige Karibik-Kreuzfahrt für 2 Personen. Viel Spaß noch, Claudia, und gute Nacht. Kreuzfahrt. Für 2 Personen. Wollen wir nicht einfach zusammenfahren? Ich meine, nach dem, was heute Abend alles so passiert ist, zwischen uns. Hä? Jens. Du nimm das jetzt nicht persönlich, aber ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich selbst. Okay. Klar. Herzlichen Glückwunsch! Das kann doch jetzt nicht. Oh, was ist denn los heute? Jens Birkenstedt hat heute zum 50. Mal in seinem Leben den Satz gehört: Ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich selbst. Unter anderem von seiner Mutter und 3 Männern. Jens Birkenstedt, meine Damen und Herren, wir machen jetzt weiter mit den Los Adios Boys und Leave Me While I Sleep. Na, jetzt steht mein Job halt auf der Kippe, ne? Und Gerds Vertrag soll wahrscheinlich auch nicht verlängert werden. Jetzt haben wir uns gerade das Haus gekauft. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Jung, heißt eine von Ihnen Nettie Weiß? Ja, ich. Ihre Mutter ist am Telefon. Ja? Mutti? Ja? Ja, ich bin gerade im Restaurant. Wo du mich gerade an... Ja, natürlich achte ich darauf, dass ich genügend Vitamine zu mir nehme. Ja, ein Salat. Hä? Ja, ich weiß, dass meine Brüste mal größer waren. Nein, ich bin nicht mit einem Mann hier. Meine beste Freundin. Ja, genau, die karrieregeile Bohnenstange. Nein, natürlich will ich nicht so enden wie die. Ja, ich zahl, die ist nämlich gerade pleite. Ja, mach ich. Ja, tschüss, Mutti. Meine Mutter, Entschuldigung. Schöne Grüße. So, wo waren wir? Ach ja, bei dir läuft's ja gerade nicht so gut zu Hause, ne? Ach, das ging ja schnell. Thank you. Ist ja riesig. Wie viel ist denn da drin? Ein Pint hat genau 0,568 Liter. Man kann übrigens super gut erkennen, ob ein Guinness gut gezapft ist, wenn man ein Gesicht in den Schaum macht und das dann stehen bleibt. Hm? Das ist ja interessant. Stimmt. Das Gesicht bleibt genau so stehen. Mhm. Jetzt sehe ich es auch. Dann war das ja richtig gut gezapft, ne? Ich glaube, ich nehme noch mal so 0,568 Liter von diesem Zeug. Ich auch, gerne. Ich auch, ne? Mhm. Ach, ich freue mich auf so einen richtig gemütlichen Gröleabend bei so einem schönen Wetter. Das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Ja. Da sind sie auch schon. Wir sind zum Grölen da, wir sind zum Grölen da, wir sind zum Grölen da.
Grölsaison. Ich kann euch nicht hören. Hey, Baby. Schön, dass ihr da seid. Wir können auch direkt loslegen. Nehmt euch was zum Grölen. Ach, das ist ja toll. Du bist fertig. Ole, 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 ole. Das hört sich aber gut an. Schala, schala. Das hast du toll gemacht. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Gröle. Das ist noch nicht ganz laut, das muss noch ein bisschen. Echte Freunde, Grüße Lande. Dieter, besser nicht in die Richtung. Der Nachbar beschwert sich immer, wenn das Gegröle rüberzieht. Ole! Und der Urlaub war schön? Super. Paris ist ein Traum. Seit Jahren lag sie mir damit in den Ohren so, oh, lass uns mal nach Paris fahren, das ist so romantisch. Ich hol mal Kaffee, du auch einen? Gern. Ich habe schon ein paar Fotos ausgedruckt, guck mal. Hier, jetzt bin ich auf dem Eiffelturm. Sacré-Cœur. Pont Neuf. Du hörst ja gar nicht auf zu knipsen in Paris. Aber, das ist gar nicht Paris. Was? Klar. Nee. Das hier ist der Zechenturm vom Zollverein in Essen. Das ist die Rheinbrücke bei Leverkusen. Und das, das ist nicht Sacré-Cœur, sondern... Ach, der Eiffelturm, na klar. Nicht, oh, wie schön. Was bist denn du für eine? Du kennst den Eiffelturm nicht? Naja, ich komme halt nicht so viel rum. Das ist schade. Wir sind jetzt echt auf den Geschmack gekommen. Guck mal hier, da sind wir am Grab von Jim Morrison.